den Vorschlag. Ich erzähle dir eine Geschichte. Und wenn du immer noch willst, dass ich gehe, dann gehe ich. Tja, keiner lebt ewig. Und im Koran steht, Gott schenkt dir das Leben und auch den Tod. Ihr Glaube ist felsenfest, hm? Wissen Sie, was Islam auf Arabisch heißt? Nein. Yusallam nasu bila Allah bisalam. Ergib dich in Gottes Willen und Frieden. Vergiss nicht. Gesetze, die der Mensch macht, sind des Teufels. Nur das Gesetz Gottes ist gerecht. Mit den Worten des Propheten, Friede sei mit ihm. Ihr Gläubigen, lasst nicht zu, dass Menschen sich über andere lustig machen, denn sie sind vielleicht besser als ihr erster Schein. Wetten Sie? Mit Wetten habe ich nichts am Hut. Glücksspiel und Alkohol sind in meinem Glauben streng verboten. Oh, wie bedauerlich. Die Nummer 6 ist eine schnelle kleine Hündin. Sie könnten ein bisschen für ihre Sache dazu verdienen. Der Prophet, Friede sei mit ihm, sagt, ein Engel würde nie in ein Haus kommen, in dem ein Hund wohnt. Der Prophet? Mein Gott, ich liebe Hunde. Im Gegensatz zu den Menschen sind sie so treu. In dem Punkt stimme ich Ihnen zu. Wie untreu doch der Mensch ist. Seid ihr bereit für die Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus? Wann wollte er kommen? Jederzeit, Leute. Wieso kommt ihr nicht zu unserem Treffen am Freitag? Dann erzähle ich euch mehr darüber. Ich bin freitags in der Moschee. Das finde ich cool. Wir können trotzdem über die Bibel sprechen. Kapierst du es nicht, Jesus-Jünger? Wir sind Moslems. Also, da gibt es ein paar Stellen im Koran, die stehen auch in der Bibel. Es ist der heilige Koran. Und es spielt keine Rolle, was im Buch steht, Mann. Wichtig ist doch nur, wie du diese Dinge in deinem Leben umsetzt. Wir Moslems dienen Gott nicht nur einmal in der Woche, wenn wir eine Kirche betreten und vergessen ihn dann wieder für die nächsten 6 Tage. Denk mal darüber nach, Mann. Wie sehr liebst du deinen Vater? Über alles. Nein, du darfst nichts mehr lieben als Allah. La ilaha illallah, es gibt keinen Gott neben Gott. Wir sind auf dieser Erde, um Allah zu dienen. Es ist niemand größer, weder ich noch deine Mutter, niemand. Allahu Akbar, verstehst du das? Ja. Gut. Du hast eine Frage, Sami? Mein Onkel sagt, dass wir nichts, aber auch gar nichts über die amerikanische Regierung lernen sollen, weil sie zutiefst unislamisch ist. Gut. Der erste Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung garantiert das Recht auf Religionsfreiheit. Ist das nicht auch ein islamisches Recht? Also, der heilige Koran sagt, es soll in Glaubensdingen keine Zwänge geben. Macht euch das mal klar. Die Moslems glaubten schon an Religionsfreiheit 1100 Jahre, bevor die US-Verfassung geschrieben wurde. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, hatte sehr deutlich in einer seiner Hadithen gesagt. Suche nach Wissen, auch wenn es dich bis nach China führt. Okay. Hat einer von euch Fragen? Mein Dad sagt, dass Moslems uns nicht leiden können und keinen Speck essen. Also ich bin Moslem. Denkst du, ich kann dich nicht leiden? Keine Ahnung. Ich mag Markus und er ist auch kein Moslem. Wieso fliegen dann Flugzeuge in manche Häuser? Entschuldigung, Ist schon gut. Ist schon gut. Wer hat einen Cousin oder eine Cousine? Sie auch, Miss Graham. Sie haben bestimmt auch Cousins und Cousinen. Und hat von diesen Cousins schon mal einer was richtig Schlimmes gemacht? Ja, einmal hat mein Cousin das letzte Stück vom Kuchen aufgegessen und mir dann die Schuld gegeben, aber ich hatte nur ein Stück. Ich verstehe. Wenn also euer Cousin etwas Böses tut, heißt das, eure ganze Familie ist böse? Nein. Und genau darum geht's. Nur weil es einige böse Moslems gibt, heißt das nicht, dass alle Moslems böse sind, oder? Nein. Aber dürft ihr nun Speck essen? Ja. Truthahnspeck. Sarajevo hielt sich schon immer für einen Teil von Westeuropa. Wir Muslime, die wir hier leben, müssen gegen den Extremismus ankämpfen. Es ist die heilige Pflicht eines jeden Moslems, die allgemeingültige Botschaft des Islam zu verbreiten. Und zwar durch seine täglichen Handlungen als guter Moslem. Und nicht aus ethnischen oder nationalistischen Motiven.
Der Heilige Koran gebietet uns, nicht nur zurückzublicken, sondern uns auch der Zeit zuzuwenden, die vor uns liegt. Im Namen Allahs, des Gnädigen und Barmherzigen, Brüder und Schwestern, welches ist heute die größte Bedrohung des Islam? Amerikanische Gewalt im Nahen Osten. Die zionistische Besetzung Palästinas. Dies sind lediglich Symptome einer schwereren Krankheit. Die wahre Bedrohung liegt in unseren Herzen. Statt dem Islam zu erlauben und zu verändern, möchten manche von uns den islamischen Glauben verändern. So, dass er ihrem politischen Ziel dient. Diese Leute missbrauchen unseren Glauben, um zu töten. Um unschuldige Menschen zu ermorden. Etwas, das der Prophet niemals geduldet hätte und niemals gut geheißen hätte. Nehmen wir Sure 13, Vers 11. Allahu la yughayru ma bi qaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Gott ändert nichts an den äußeren Umständen der Menschen, wenn sie sich nicht in ihrem Innersten verändern. Wie könnten wir die Unterdrückung der Muslime bekämpfen, wenn unser Verhalten doch immer schlimmer wird? Wenn sich unser spiritueller und moralischer Zustand verschlechtert, können wir kaum von Gott erwarten, dass er unsere politischen und wirtschaftlichen Bedingungen verbessert. Das ist der Trugschluss der selbsternannten Dschihadisten, die bereit sind, unschuldige Zivilisten zu töten. Wieso sollten sich die Moslems zivilisiert verhalten, wenn Amerikaner, Israelis und Russen Tausende muslimischer Zivilisten töten und das als Kollateralschaden abtun? Der Heilige Koran erlaubt ein Auge um Auge. Wenn Ungläubige unsere Zivilisten töten, haben wir das Recht, Gleiches zu tun. Allah gestattet Vergeltung nur gegen die, die sich schuldig machen, und nicht gegen Unschuldige. In Sure 53, Vers 38 heißt es, und keine Seele soll die Last einer anderen tragen. Der Heilige Koran sagt auch, tötet sie überall, wo ihr sie ausfindig macht, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn die Verfolgung ist schlimmer als das Töten. Sie haben den Anfang davon vergessen, Bruder. Kämpfe in Gottes Namen gegen die, die gegen dich kämpfen. Aber sei dabei nicht feindselig. Gott liebt keine Feindseligkeiten. Es gibt viele, die auf der Suche nach Gott sind, aber stattdessen am Ende dem Teufel folgen. Die abgefeimten Schlagwörter der Terroristen sind Satans Methode, diejenigen zu täuschen, die den geraden Weg suchen. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Hast du deine Steuern fürs letzte Jahr gezahlt? Ja. Weißt du, wie viel Prozent deiner Steuergelder in die Kriegsführung gesteckt werden? Gegen unschuldige muslimische Männer, Frauen und Kinder auf der ganzen Welt, von den Philippinen bis Palästina? Wer ein 100-Millionen-Dollar-Jet nimmt, um Bomben auf Zivilisten zu werfen, ist ein Held, kriegt eine beschissene Medaille. Sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das Gebet. Bachan Azan? Sagte was noch, ja Rasulallah? Sagte die Güte zu deinen Eltern. Sagte was noch, ja Rasulallah? Sagte die Aufopferung für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn die Herzen tot sind, fühlen sie nichts mehr. Ich glaube, deshalb bin ich Moslem geworden. Im Islam ist man keinem anderen Menschen Rechenschaft schuldig. Die schuldest du nur deinem Schöpfer. Allahu Akbar.